Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, wie schafft es? Wie weit der Volken gar nicht, was nerv Gottes Wille ist. Und Gott lässt manchmal Dinge tun, die wie ich lebe, nerv zu weiten, das ist nicht Gottes Wille. Und Jesus redet davon in Markus Kapitel 14, Vers 27. Er sagt, die wollen jünd alle von da über mich abreden. Oder die wollen mich alle verloten. Die wollen alle leben, das ist nicht der rechte Weg. Das kann nicht stemmen, das kann nicht das rechte sein. Bevor er eine Gethsemane ging, dann sieht er dort all seine Schüler. Weißt du was? Da passieren Dinge im Leben, die kann uns Menschenverstand nicht anordnen. Wir wissen nicht alles, was wir bald von da gelernt haben und erfahren haben von den Bibelchannen. Das stimmt auf einmal alles nicht, so wie das verstanden hatte. Auf einmal dreht alles anders. Weil Gott es weit über uns. Und seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. In seine Wege sind viel höher als unsere Wege. Wir würden niemals den Gott ganz verstehen. Das wäre uns brauchen wir den Glauben und am Leben, auch wenn wir nicht verstehen. Und Jesus festhalten, auch wenn wir nicht verstehen. Warum, wieso, was will Gott mit dem tun? Was hat Gott für? Wieso kann Jesus festgenommen wurde von Menschen, wenn er Menschen vom Tod abwarten kann. Die Menschen können das nicht verstehen. In diesem Ort wird jene Volken Gott auch nicht verstehen. Herr Jesus, wir beten einfach von dir. Schenk uns die Demut, dass die Tertiane, dass wir deine Wege Volken nicht verstehen können. Überhalb uns auch das Leben, wann wir auch die nicht verstehen. Und wann wir in dem Moment uns verfehren von die Wascherane, dann halb uns schwimmen, weil er trägt die Kummer. Trägne die Jesus. Das bete ich an die Nummer. Amen. Bis im nächsten Mal. Mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei der Nummer Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.